was mich eigentlich zentral interessiert bei diesem Stück, ist eigentlich die Frage, wie ich jetzt etwas, was sich da optisch abbildet, wie man das auch irgendwie akustisch, wie sich das in der Akustik auswirkt. Und das ist relativ speziell, weil eben das alles, was wir hören, im Grunde erzeugt wird von der Grafik. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Grafik etwas illustriert, was akustisch schon vorhanden ist, sondern die Grafik selber erzeugt die Akustik. Und ich fand diese Idee sehr anregend und auch spannend zu überlegen, dass man sozusagen so eine Art Skulptur hat, diese Lichtskulptur, wenn man so will, diese Punkte, die sich irgendwie so sehr attraktiv transformieren und die Interpreten gemeinsam sozusagen wie an so einer Knetmasse diese Skulptur gemeinsam formen, Kräfte darauf auswirken, Auswirkungen haben und das dann tatsächlich den Klang transformiert. Das heißt, alle arbeiten gemeinsam sozusagen an einem Klang, der sich vor den Augen des Publikums sozusagen entfaltet. Und diese ganzen Dinge reizen mich sehr, weil sie einfach die Frage, was ist eigentlich Musik, was ist ein Interpret, auf eine neue Weise stellen.